Wir Grünliberalen haben heute zusammen mit der SVP, mit der FDP und der SP eine überparteiliche dringliche Anfrage im Kanton Zürich eingereicht zum Thema Praxas Fusion mit VRSG, das Verwaltungszentrum St. Gallen. Da soll eine IT-Grossunternehmung entstehen mit 830 Mitarbeitern und rund 180 Millionen Umsatz. Die Frage, die sich da stellt, ist, wieso muss der Kanton Zürich so eine IT-Grossunternehmung haben? Haben wir zu wenig Konkurrenz oder kann der Markt die Produkte nicht bieten? Wir Grünliberalen sind klar dagegen. Es wäre der Zeitpunkt, wo wir müssen nochmal überprüfen, wo wir die Strategie ändern und die Praxis am Markt bringen und verkaufen. Weil das da der Kanton das Risiko eingeht und am Schluss für 830 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss das Risiko übernehmen und die zu Erfolg trimmen, das sehen wir überhaupt nicht. Das ist nicht möglich.